Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Darksiders. Ja, beim letzten Mal haben wir sehr viel erreicht. Wir haben nicht nur Straga getötet, nein, wir haben auch zahlreiche Zwischensequenzen gesehen, die uns mehr zu der Geschichte erzählt haben, die sich hier zu Anfang des Let's Plays ereignet haben, aber auch so davor und zwischendrin und sowas. Und auf jeden Fall sehr komplex. Schaut euch den Teil auf jeden Fall mal an, wenn ihr das Let's Play sowieso schon verfolgt. Und ja, uns hat jetzt Azrael ein Tor gemacht, das uns, glaube ich, zum Heldentor, Weißen Tor, Himmelstor hinbringt, und wir gehen jetzt da einfach mal hindurch. So, da vorne erwartet er uns auch schon. Er weist uns quasi den Weg. Das Ganze hier ist genauso aufgebaut wie diese ganzen Schlangenlöcher. Und nicht wirklich komplex. Und wir folgen ihm hier einfach mal. Einfach, weil wir keine andere Wahl haben. Und da hinten ist auch schon das Ende. So. Suche Ultan. Er wird dir helfen. Er muss dir helfen. Aber Don wird die Überreste des Schwerts verstreut haben. Sie versteckt haben, wo niemand, der im Licht wandelt, sie finden kann. Das Schattenreich. Ja. Benutze die Maske der Schatten. Sammle die Bruchstücke der Klinge und dann bringe sie zur Schmiede des schwarzen Hammers. Komme zu mir, wenn dies getan ist. Vielleicht kann ich dir ein letztes Mal vor dem Ende dienen. Okay. Azrael, du hättest mich jederzeit meinem Schicksal überlassen können. Tot im Turm, verloren im Garten Eden. Warum hilfst du mir jetzt? Wenn alles vorbei ist, wird der Rat dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich werde Abaddon töten und alle, die mit ihm Ränke geschmiedet haben. Wir müssen alle für unsere Sünden büßen, Reiter. Wenn die Stunde meines Gerichts kommt, werde ich sie empfangen. Wie auch immer das Urteil lauten wird. Geh, vergeude keine Zeit mehr mit mir. Und sage Ultan, dass er die letzte Hoffnung für einen alten Narren ist. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Sollen wir jetzt erst zu Ultan oder erst die Bruchstücke finden? Finde die Teile und lasse sie durch den schwarzen Hammer neu entstehen. Komme dann wieder. Okay. Finden Sie 7 Bruchstücke der Armageddon-Klinge. Okay. Drücken Sie D, um die Position der Armageddon-Stücke zu finden. Okay. Gemacht, getan. So. Ist das jetzt das erste? Ich hoffe doch. Bruchstück der Armageddon-Klinge. Tatsache. Können Sie die 6 übrigen Bruchstücke? Ah, da geradeaus ist doch hier die Stelle, wo wir gegen Stygia angekämpft haben, nicht wahr? So, das heißt jetzt, wir müssen jetzt von hier aus, wo sind wir denn? Sind wir denn? Wieso werden wir von Karte nicht angezeigt? Naja, egal. Wir müssen hier jetzt auf jeden Fall weiter. Nehmen hier mal das Pferdchen, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Gucken nochmal auf die Karte, die irgendwie kleiner machen. Aha, aha, aha. Okay. Was ist alles gut? So. Bruchstück der Armageddon-Klinge. Wo sind wir denn? Sind hier. Wir wollen hier erstmal zu der Vulkan-Position. Dann gucken wir mal, wo wir noch lang können. Frage ist, gibt es jetzt immer noch Dämonen, die gegen uns kämpfen wollen, unbedingt? Oder haben wir die jetzt alle erstmal zurückgeschlagen? Oder zumindest einen großen Teil? Ich weiß ja nicht. Hallo Vulkan, lange nicht gesehen. Ich spreche mal mit dir. Gibt ein paar Artefakte, ich möchte dafür aber auf jeden Fall so eine große Lebensessenz, ganz wichtig. Wie du
Ja, mindestens. Und so ein paar Fähigkeiten würde ich gerne auch noch können. Ja, das... Ich glaube, dafür haben wir nicht genug Seelen. Soll ich mir jetzt da noch was anderes kaufen? Ja, ich muss das kaufen. So. Hätten wir das alles gekauft. Dann möchte ich ein Schlangenloch zu dem Ascheland vor. Zum anderen Ascheland. Und da gucken wir mal nach dem zweiten Bruchstück. Jetzt müssen wir wieder den Gang durchgehen. Der nur ein bisschen verwinkelt ist und überhaupt nicht zeitaufwendig ist. Nein. Überhaupt nicht unnötig. Auch nicht. Nein. Das macht er jetzt. Ich laufe doch gerne. Manchmal. Wenn ich dabei nicht so viel Schaden bekomme und runterfalle und so weiter, das ist alles gar kein Problem. So, angekommen hier. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Das ist auch nicht angezeigt, aber auch gar nicht, ja. Immer noch auf der Weltkarte. Okay, bringt mich auch nicht viel weiter. Die letzte Schlacht steht hier also. Okay. Ja, ich glaube, wir sollten da nicht runter. Ich kann mich aber auch... Hier können wir mal was kaputt machen. Na, machst du wohl... Achso, falsche Taste, sag das doch. Und siehe da, hier ist eine Truhe. Die brauchen wir aber nicht, weil wir gerade mal so ein bisschen an Leben verloren haben. Das ist noch erträglich. Gucken wir mal auf die Karte nochmal. Die etwas nähere Karte. Dahin geht es raus. Okay, dann gehen wir da erstmal hin. Und dann gucken wir mal, ob wir von da aus irgendwie weiterkommen. Zum Bruchstück. Also da ist schon die Wüste. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt da. Mir wird jetzt auch ein Bruchstück auf der Karte angezeigt. Die Frage ist halt, wie kommen wir da hin? Da hinten soll es liegen, okay. Dann versuchen wir da mal hinzureiten. Was ist denn da auf dem Boden? Aha, okay. Nichts Wichtiges. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt falsch abgebogen. Oh. Ich hätte gern ein Navigationsgerät zum Mitnehmen, bitte. Okay, da ist anscheinend irgendwo ein Durchgang. Tatsache. Jetzt halten wir einfach mal das Schwertstück so ein bisschen zu. Mal, ob wir es irgendwie hier erreichen können. Da hinten ist auf jeden Fall was zum Hochklettern. Und ich denke mal, da müssen wir auch hoch. Na. Pferdchen, weg. So, danke. Wo ist das jetzt was zum Vernichten? Zum mit der Bombe vernichten, okay. Wo kriege ich jetzt eine Bombe her? Wollte ich mich verarschen? Hier ist nichts. Wenn ich die Schattensicht ausstelle, ist ja auch nichts, okay. Ja, liebe Freunde, wo kriege ich denn jetzt hier eine Bombe her? Anders kann ich das ja nicht zerstören, oder? Mir wird zumindest nicht einfallen, was. So kann ich nicht zerstören. So. Ich mache nochmal die Schattensicht an. Gucke nochmal ein bisschen nach oben. Nicht, dass da irgendwo was an der Decke hängt, was ich mit einer Kette heranziehen soll. Was natürlich auch nicht... Ach, da ist was an der Wand. Da! Ich hab's gesehen. Da, mach nochmal. Da! So. Kriege ich das jetzt einfach so mit der Kette weg? Ja. Und jetzt... Muss ich das mit der Dings hier miteinander kombinieren, damit es dann funktioniert? Ja.
So, und jetzt ist das Ding da oben weg, ja? Will ich doch hoffen. Wir schauen einfach mal. Ja, es sieht so aus, als wäre es weg. Das heißt, wir können hier jetzt weiterkommen. Müssen wir hier auf den ganzen Weg herumgehen. Das ist auch unbedingt so eine spiralförmiger Weg sein muss, ja, um hoch zu gelangen. Total unnötig, wenn ihr mich fragt, ja. Wir springen jetzt einfach mal elegant rüber. Elegant. Runtergefallen, okay. Dann halt nochmal. Ein bisschen sprinten, ausnahmsweise. Wir suchen schon mal die Schattenmaske raus. Zu gucken, ob hier vielleicht wieder irgendwo was ist. Ja, Tatsache. So, dann einmal weiter. So. Auch das hätten wir. Jetzt müsste mal langsam hier das Schmuckstück, Schwertstück kommen. Das Schwertbruchstück und dann ist es auch schon. Natürlich muss ich dafür wieder in die Schattenwelt, um es entgegennehmen zu können. So. Dann gucken wir mal auf der Karte, wo denn jetzt das nächste ist. Ja, eins ist hier in der Nähe von Samaels Punkt. Und ja. Also suchen wir erstmal die nächste Brückenposition. Und dann können wir auch schon sicherlich. Richtig. Ja, immer so viel hier im Menü und auf Karte. Die Karte unten rechts kann man ja auch nicht größer machen. Nein, bloß nicht. Man würde ja zu viel sehen. Beziehungsweise die Karte kleiner, ne? Größer, die ist schon groß. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Hoffe ich doch. So, da oben geht es zurück. Einmal Schlangenloch bitte zu mitnehmen. Scheint so, als wäre die andere Position hier auch ganz schön in der Nähe. Will ich da hin? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das ist da bei den Spinnen. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Wir gehen hier erstmal hin zum glühenden Galgenturm. Ja. Und von dort aus versuchen wir dann weiterzukommen. Ich vermute mal, wir müssen da Richtung Spinnengebiet. Erstmal wieder durch das Schlangenloch hindurch, weil da braucht er so viel Spores. So. Am glühenden Galgenturm auch schon angekommen. Gucken wir mal auf die Karte. Hier nicht so. Wir gucken per Vulkomposition, ob wir uns hier irgendwie in der Nähe befinden. Also müssen nach Norden. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Wieso hat Vulkrim eine andere Stimme? Die Hilfe des alten Vulkrim in Anspruch. Er hat doch eine andere Stimme, oder? Oder täuscht mich das? Ach, jetzt hat er wieder eine andere Stimme. Seine alte. Daher sind ihm wahrscheinlich der Synchronsprecher abhanden von, ja? So. Gehen wir nach links. Könnt mal ein bisschen, damit es nicht ganz so lange dauert hier. Gegner bekämpfen. Alles gar kein Problem. Laden wir sogar ein bisschen unsere Chaos-Energie hier auf. Aber dann dürfen wir hinten das Tor aufmachen. So. Da ist wir ihn
mal wieder nur ein Horn ab. Mal beide auf einmal ab, den wäre gemein. Da machen wir es qualvoll und noch gemeiner. Ja. Wow, und wehren möchte ich mich auch. Danke. Aber. Nee, nicht ausweichen hier. Was ist denn, wenn ich das machen würde, ja? So. Geben wir ihm hier mal den Rest. Ich dachte, wir geben ihm den Rest. Danke. So, ab. Und dann nehmen wir mal unseren Blutwaffe. Ziehen hier auf das Ding hier. Und werfen. Achso, ja, wir sollten... sollten vielleicht auch das Ding benutzen, ja. Da hinten ist auch schon eine... Portalwand. Ja, so eine richtige Portalwand. Tu auf, bitte. Und jetzt laufen wir dahin. Lauf. So. Auch das hätten wir. Den möchte ich jetzt hier in Ruhe lassen. Er möchte mich bestimmt auch in Ruhe lassen. Und das bringt ja alles nichts. So. Hoch. So. Und ich fürchte schon, dass wir jetzt gleich einfach nur Asche landen können. Ach ja, ist das nicht nett. So, dann nehmen wir mal unseren Fertscher. Und mit dem Fertscher reisen wir hier mal durch die Gegend. Mit alles natürlich wieder. Dies ist kein Hinterhalt, Reiter. Ich bin allein. Ich, Uriel von der Höllenwache, Meisterin der Weißen Stadt, rufe dich, Reiter, zum Next Sacramentum. Närrin. Vor dem Schöpfer beanspruche ich dein Leben. Willst du auch dieses Gesetz entehren? Warum? Weil Abaddon sagte, dass du Ehre verstehst. Und weil er der Beste von uns war. Der Todesschwur kann nicht gebrochen werden, bis einer durch die Hand des anderen fällt. Ich nehme an. Ja, ich will doch nur zum Schwertstück, verdammte Scheiße nochmal. Du unterschätzt mich. Meine Güte, immer hier diese mega hektischen Kämpfe. Ja, jetzt greift sie mich nicht an, ne? Ja, ist mal klar. Ja, wirf mit deinen Schwerthieben hier. Also nicht. Ich verteidige mich doch, siehst du es denn nicht? Sollte weg, die dreht sich. Was auch immer das bewirbt. Aua, ich hab wehgetan, dem mit der tolle Engelschlampe hier. Aua, du tust weh. Ja, was machst du da? Es ist auf jeden Fall nicht nett, dass du mir immer wehtust. Gar nicht nett. Verteidige dich, Verräter! Ich verteidige mich doch. Ich mache hier meinen mächtigen Burgstern, ja? Also bitte. Aua. Tust weh, du olle Kuh. Ich hätte gerne jetzt eine Chaosgestalt für, aber nein. Was macht sie da? Ich will das auch können. Wahrscheinlich, wenn ich dann die Chaosgestalt habe, ein Schlag und dann ist sie tot, ne? Ich sehe das schon kommen. Aber so kann ich keine Chaosgestalt bekommen, wenn ich sie fast tot bin. Jetzt aber.
Ah, ich habe ja noch zur Not so einen Lebensgesundheitsstein. Jetzt stirb. Der Drecksengel. Verteidige dich, Verräter! Ich verteidige mich doch. Was machst du? So, heilen. Habe ich mich hier voll geheilt. Dass die nach so einem Angriff noch lebt. Mann, Leute. Hätte ganz schön dazugelernt. Nein, ich unterschätze dich nicht. Ich mag dich nur nicht. Das ist ein Unterschied. So. Ja, was denkst du, was ich hier die ganze Zeit tue, ja? Jetzt verteidige du dich doch. Ja, also bitte. Du hast hier gar keine Chance. Und eben konnte ich auch B drücken hier. Aber das hat irgendwie keine Wirkung gehabt. Kann auch sein, dass ich einfach nur war, damit ich den Angriff hier abwehren kann. Nein, tue ich immer noch nicht. Ja, weg hier, weg, weg. Die macht hier schon wieder so komische Strahlen. Das ist nicht gut. Die macht extrem viele Strahlen. Sonst hat sie ja nur 3 gemacht. Jetzt macht sie schon 4 oder 5 oder unendlich viele. Macht es Spaß. Aua. Ja. Ja. Worauf wartest du noch? Mach dieses Weib kalt. Krieg! Wage es ja nicht wegzugehen! Das Nex-Sakramentum ist mein. Ich entscheide, wann der Engel stirbt. Nicht du. Du hast einen Eid geschworen. Abaddon ist der Zerstörer. Lügner! Um dich zu schützen, hat er die Wahrheit vor dir verborgen. Du hast versprochen, deinem Herrn in die Hölle zu folgen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Oder was aus ihm werden könnte. Abaddon! Ihr wurde betrogen und wurde zum Feind der gesamten Schöpfung. Ich war beim Baum. Seine Gabe war die Wahrheit. Und jetzt teile ich sie mit dir. Denk an den Todesschwur. Schon bald muss er erfüllt werden. Ja, jetzt ist er auch schon mega aggro weggeflogen. Und hier irgendwo in der Nähe ist schon das nächste Schwertstück. Ja, natürlich sollte ich in die Schattensicht wechseln. Natürlich, das wusste ich. So, sind es nur noch 4 Stücke, die wir uns aneignen müssen. Aber das Ganze machen wir dann erst in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Darksiders. Also bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer, wie schon in anderen Parts erzählt, viel Spaß und bis zum nächsten Mal mit eurem Mammut.